Das WB-Gespräch von Willi Sauerbott wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbanken aus der Region und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, ein Monatsinterview von Willi Sauerbott. Unser heutiger Gast ist Silvia Bolliger. Sie ist Leiterin vom DAF, das ist die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen, und dort unter anderem zuständig für das Asylcenter oder die temporären Unterkünfte. Herzlich willkommen, Silvia Bolliger. Herzlichen Dank für die Einladung und das Grüezi miteinander. Ja, kommen wir zur ersten Frage. Wir haben es lesen, 2023 hat es in der Schweiz 23% mehr Asylgesuche gegeben als gegenüber vom Vorjahr. Was bedeutet das für den Kanton Luzern? Also für 2024 ist auch die Prognose wiederum sehr hoch. Wir erwarten schweizweit 30'000 Asylgesuche. Was wir nicht vergessen dürfen, dazu noch 25'000 Gesuche von ukrainischen Geflüchteten, die auch dazukommen. Das heisst, es ist eine sehr hohe Zahl. Für den Kanton Luzern heisst es, bis zu 2'600 geflüchtete Menschen müssen aufnehmen bis Ende Jahr. Mhm. Sie haben jetzt ein paar Zahlen angesprochen, schauen wir vielleicht noch ein bisschen nähere Zahlen. Können Sie uns sagen, wie viele Asylzentren der Kanton Luzern verfügt und wie die ausgelastet sind? Aktuell haben wir 16 Asylzentren, die wir betreiben, mit gut 1'450 Plätzen. Die sind zu 85% ausgelastet, das heisst, wir haben ungefähr noch vielleicht 200 Plätze, die noch beleidigt werden können. Mhm. Vielleicht noch zu den Wohnungen. Wie viele Wohnungen gibt es, mit wie vielen Plätzen und wie sieht es dort mit der Auslastung aus? Es verteilt über den ganzen Kanton Luzern, genau. Haben wir 930 Wohnungen, die unsere Dienststelle angemietet hat, sogenannte Kantonswohnungen. In diesen Plätzen haben wir etwa 3'500 Plätze und dort haben wir noch rund 100 Plätze frei. Also die Wohnungen sind sehr hoch ausgelastet bereits jetzt. Mhm. Vor allem zu Beginn des Ukraine-Krieges war die Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern gross gewesen. Die in die Schweiz geflüchtet sind. Private haben Räume oder Wohnungen zur Verfügung gestellt. Wie sieht es aktuell in diesem Bereich aus? Spürt man die Solidarität noch immer? Also, es waren ja ursprünglich etwa 1'200 Personen, die so bei Gastfamilien können untergebracht werden konnten. Im Moment sind es etwa noch 300 Personen, die immer noch bei Gastfamilien wohnen. Häufig sind das auch einfach Angehörige, die jetzt schon länger in der Gastfamilie sein. Mhm. Aber in dem Sinne, die Solidarität ist immer noch da, ist immer noch vorhanden. Es ist auch schön, dass so langjährige Unterbringungen auch möglich sind. Mhm. Schauen wir noch etwas genauer in die Region, in die WB-Region. Bei der Asylunterkunft in St. Urbe hat es Kritik von der Gemeinde gegeben, weil man erst kurz vor dieser Erweiterung erfahren hat. Was möchten Sie künftig, dass so Kritik nicht mehr geäussert wird? Da ist uns einfach ein Fehler passiert in der Kommunikation. Wir haben natürlich nach 2 Jahren Krise vielleicht auch gewisse Ermüdungserscheinungen bei uns selber in der Dienststelle. Wir waren doch ein bisschen unaufmerksam gewesen. Selbstverständlich hat uns das auch wieder aufgerüttelt und wir werden auch in der Kommunikation wieder das nötige Gewicht geben, um so Kommunikationen rechtzeitig zu planen, vor allem auch mit den Partnern, mit Standortgemeinden, das können rechtzeitig aufgleisen und schauen, dass wir die betroffenen Personen zuerst informieren, bevor dann die Öffentlichkeit informiert wird. Mhm. Ja, bleiben wir vielleicht gerade in St. Urbe. Wir können im Böttu lesen. Die Gemeinde ist mit 7 Forderungen an den Kanton gelangt. Unter anderem wollen sie Ukrainerinnen und Ukrainer statt Männer aus Afrika in der Unterkunft. Haben Sie der Gemeinde bereits Antwort gegeben? Oder was ist dort der aktuelle Stand? Also unsere Regierungsrätin hat in der Gemeinde diese Frage beantwortet und hat Stellung genommen zu diesen Forderungen. Aktuell ist es so, ist das Zentrum St. Urban für ukrainische Geflüchtete genutzt. Mhm. Das heisst, wir können aber natürlich nicht wissen, wie sich das Ganze entwickelt und ob wir wirklich dort können nur die ukrainischen Geflüchteten behalten. Was in diesen Aussenstationen oder in dem Thunwilerweg, in dem Zusatz passiert, ist ganz klar, die kommen nur Familien hinein. Es ist vorgesehen für Familien, für alleinreisende Frauen. Und das sind ja Personen, die wir vorhin im Zentrum auch ankommen können. Mhm. Und wir können beurteilen, ob die gut können, auch dort in diesem Setting wohnen können, ohne dass sie dann eine Belastung werden für die Umgebung. Mhm. So Forderungen oder Ähnliches, ist das ein Einzelfall oder kommt das auch aus anderen Gemeinden? Also es ist nicht nur ein Einzelfall, dass man das wünscht. Das sind natürlich Wünsche, die auch angebracht werden können, aber selbstverständlich, wir haben sehr viele Geflüchtete, die nicht aus der Ukraine kommen und auch diese Personen müssen wir können unterbringen. Ja, wir konnten es auch lesen, es wird fieberhaft nach Unterkünften gesucht.
Zum Beispiel die Asylunterkunft Wilisau, die läuft, ist aktuell aber nicht belegt. Könnte sich das ändern? Also die Zivilschutzanlage im Schlossfeld die haben wir bereits letztes Jahr ja betriebsbereitgestellt. Wir könnten die relativ schnell in Betrieb nehmen. Bedingt aber natürlich auch, dass sich die Situation vielleicht noch etwas mehr anspannen muss, weil schlussendlich die unterirdische Unterbringung ist ja eigentlich nur im Notfall wirklich und nur im letzten, also nur das letzte Mittel, das wir einsetzen für uns. Mhm. Gehen wir vielleicht noch ganz in den Norden des Kantons, nach Wiken. Da gibt es Reklamationen mit Romas, die anscheinend für Unmut in der Bevölkerung sorgen. Ist das aufgepoucht, die Geschichte, oder was läuft an diesem Ort falsch? Also es ist sicher so, dass wir im Bereich des Littering größere Probleme haben mit den Roma-Geflüchteten. Das heisst natürlich die Abfallentsorgung. Hm. Wenn man das einfach in den Wald reinrührt, statt einfach in den ordentlichen Abfallstellen, die wir zur Verfügung stellen, dann ist das natürlich nicht gut und nicht richtig. Wir sind jetzt aber dran, zusammen mit der Zentrumsleitung, mit den Bewohnenden auch, die haben die Aufräumaktion gestartet, sind den Abfall einsammeln. Hm. Wir sind dran, die Personen noch mehr zu schulen. Also die sogenannte Wohnfähigkeit, auch bei uns, was heisst das? Wie geht man um mit Abfall? Wie tut man den Sorgen korrekt? Wie tut man unsere Wohn-, also Backofen, Waschmaschine und all die Geräte auch richtig nutzen? Sie müssen das zuerst lernen, weil sie kommen natürlich aus einem Umfeld, wo sie nicht gewöhnt sind, mit modernen Wohnungen, so wie unser Standard ist, so zu leben und mit dem umzugehen. Mhm. Aber das haben wir jetzt auch verstärkt. Wir werden dort vermehrt die Schulungen jetzt noch durchführen. Mhm. Was ist mit Asylnotunterkünften, die von der Gemeinde gekündigt worden sind, zum Beispiel in Schötz? Gibt es die Bestrebungen, dass man einen Mietvertrag, einen neuen Mietvertrag eingeht? Der Vertrag ist gekündigt, weil es natürlich dort auch immer wieder militärische Unterbringung hatte. Wenn jetzt allenfalls Notlage wieder in Kraft gesetzt werden durch die Regierung im Rahmen des Bevölkerungsschutzgesetzes, dann heisst das halt vielleicht auch, dass man wieder auf die Zivilschutzanlagen greift. Dann braucht es eigentlich auch keinen Vertrag, obwohl wir natürlich das vertraglich auch wieder regeln würden. Ja. Aber im Notfall, also wenn es wirklich dann keinen Platz mehr hat, andere, müssen wir auch wieder können auf die Anlagen greifen. Mhm. Vielleicht noch zu Ihnen, Sie sind seit 2017 zuständig für die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen. Welche Zeit ist die herausforderndste gesehen? Also ich glaube, die herausforderndste ist die kommt jetzt erst, oder die ist jetzt genau, die ist jetzt. Wir haben jetzt im 15, 16 war ja auch eine Asylkrise, aber natürlich viel tiefer im Niveau. Wir haben im 22 mit den Ukraine-Geflüchteten, wo sehr schnell sehr viele Personen gekommen sind, müssen unterbrochen werden. Das war auch eine grosse Herausforderung, aber jetzt ist natürlich anhaltend hohe Zahlen. Das heisst, wir müssen immer wieder auf einem höheren Niveau noch einmal Plätze oben drauf bauen. Und im Moment ist es auch so, die Immobilien- und der Wohnungsmarkt im Kanton Luzern ist sehr ausgerechnet und es wird für uns jetzt auch immer schwieriger, neue Unterkunftsplätze zu finden. Welches war die schönste Zeit gewesen? Oder kommt die auch noch? Oder, Also ich glaube, schöne Zeiten hat es eigentlich immer. In allem gegeben, gibt es auch jetzt immer wieder. Ich glaube, es war eine einmalige Chance, gewesen, eine Dienststelle aufzubauen. Also wir konnten gestalten, wir konnten die Dienststelle hochfahren. Wir konnten auch mit vielen motivierten Mitarbeitenden immer wieder die Krisen alle bewältigen. Wir haben es geschafft, auch in der Ukraine-Krise, also im 22, haben wir es geschafft, immer für alle Personen ein Bett zu haben, einen Platz zu haben, der warm war. Wir konnten alle versorgen, auch die Existenz sichern. Und das ist auch schön zu erleben, dass einfach die Arbeit auch gut gemacht wird, dass wir so motivierte Mitarbeitende haben, die einfach zusammen an dem Karren ziehen und einfach die Herausforderungen, die sehr gross sind, immer wieder miteinander meistern können. Ihre Dienststelle hat mit Michaela Tschuor eine neue Leiterin. Was hat sich verändert im Vergleich zum Guido Graf, dem Vorgänger? Also eigentlich ist es so, dass wir durch Frau Dr. Michaela Tschuor weiterhin sehr gut unterstützt werden. Sie stärkt uns den Rücken, auch dort, was braucht. Und das war auch vorher schon ein gutes Vertrauensverhältnis mit dem Regierungsrat Guido Graf. Und in dem Sinn ist es für uns schön, dass es auch so weitergeht. Ja, zur Bewältigung von diesen vielen Asylgesuchen stehen Ihnen beim Kanton genügend Fachkräfte zur Verfügung? Unsere Dienststelle ist schon von 170 auf 340 Mitarbeitenden angewachsen in den letzten zwei Jahren. Das heisst, wir haben sehr viele Mitarbeitende können rekrutieren. Wo wir natürlich Schwierigkeiten haben, ist in der Sozialarbeit plus in der Sozialpädagogik das nötige Fachpersonal zu finden. Und was bedeutet das, wenn es dort zu wenig Leute hat oder wenn es unterdotiert ist?
Das heisst einerseits natürlich schauen, möglichst alle Medien nutzen, um die Leute zu rekrutieren, damit es bekannt ist, dass wir Stellen ausgeschrieben haben. Dann aber auch manchmal halt einfach auch andere Lösungen finden. Gerade in der Sozialpädagogik vielleicht gibt es einfach dann Mitbetreuer, die dann speziell vielleicht noch geschult werden, damit sie auch gewisse Kompetenzen haben im Umgang. Aber schlussendlich ist unser Ziel, dass wir genügend Fachpersonen haben in all den Funktionen, die wir sie brauchen. Mhm. Aber es ist eine Herausforderung, die zu finden. Es ist eine grosse Herausforderung, ja. Ja. Das ist richtig. Ja, wir kommen schon zur Schlussfrage. Sie arbeiten in einem Bereich, der sich sehr schnell verändern kann, wo Prognosen schwierig zu machen sind. Haben Sie das eigentlich gerne oder hätten Sie es gerne auch mal ein bisschen ruhiger oder planbarer? Also tatsächlich ist es so, dass ich gerne in dem Umfeld arbeite, das nicht so planbar ist. Es ist man braucht immer ein bisschen Agilität, man muss flexibel sein, man kann auch kreativ Lösungen suchen. Also es ist ein Umfeld, das mir eigentlich persönlich passt. Aber natürlich jetzt gerade hat es wirklich ein sehr hohes Niveau erreicht und die Anforderungen an uns sind sehr, sehr gross. Und ich glaube, wünschenswert wäre ja nicht nur jetzt für uns, sondern auch für die geflüchteten Menschen, dass es vielleicht ein paar Orte Lösungen gibt, wo die Personen vielleicht ins Heimatland zurück können oder dass einfach nicht mehr so viele Menschen müssten fliehen. Und in dem Sinne, dass unsere Zahlen auch wieder einmal würden sinken, würde ich mir schon auch wünschen. Silvia Balliger, danke vielmals für das Gespräch. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es, unser aktuelles WB-Gespräch. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott ist Ihnen präsentiert worden von der Raiffeisenbanken aus der Region und der Swiss Chrono AG in Menznau.